Hallo Leute, der Patch 2.0.1 von Diablo 3 ist nun draußen und ich habe so langsam wieder richtig Bock Diablo zu spielen. Dann kündige ich an das Let's Play zu Diablo 3 Reaper of Souls, das dann rauskommt, wenn es freigeschaltet wurde, also das Spiel öffentlich gemacht wurde. Und wir spielen es mit dem Kreuzritter. Und werden es danach sogar noch weiterspielen, Paragon-Stufen machen, diese Maps machen, alles mögliche. Alles holen und so weit wie möglich die Paragon-Stufen hochklettern und am besten noch alle Items finden und solche Sachen. Und ja, ihr seid dabei und wahrscheinlich später dann auch per Livestream mit diesem Charakter hier, meiner Zauberin. Die ist momentan Stufe 31, ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt, aber es macht schon richtig viel Spaß und ich habe sie eigentlich komplett neu angefangen, also ein paar Unix habe ich hier noch, ein paar Items, gelbe Items, also Rares und ein paar, Games und sonst Sachen. Dann, habe ich da ein paar nette Items gefunden. Die sind, glaube ich, die zwei sind vom alten, also vom normalen Diablo 3. Also vor dem Patch 2.0.1. Dann habe ich hier ein paar neue. Zum Beispiel der Nagelring, richtig nice. Oder dieses Amulett. Das finde ich geil. Wenn ihr einen Gegner im Umkreis von 15 Metern trefft, besteht die Chance, dass ihr von Splittern Arkane Energie geschützt werdet. Diese explodieren, wenn sich Gegner nähern und fügen Gegnern im Umkreis von 15 Metern 247% Waffenschaden als Arkanschaden zu. Das ist richtig hilfreich und extrem stark. Also, da bin ich jetzt wirklich happy. Also solche Effekte auf den Items motivieren mich auch extrem weiter zu spielen und noch mehr Items zu finden und solche Sachen. Da hat Blizzard richtig gut an den richtigen Stellen die Motivation der Spieler gesteigert und ja. Ich bin endlich wieder Diablo-Fan. Seit Diablo-Patch 1.11 bin ich eigentlich nicht mehr so der Diablo-Fan. Dann einfach nichts mehr Gescheites kam. Aber jetzt ist es langsam wieder gescheit und ich kann wieder ohne Probleme Diablo spielen. So, ich zeig mal die Zauberin. Die wurde auch richtig gut gepusht. Ich finde, der Barbar hat es am schlechtesten getroffen. Es wurden relativ viele Sachen genervt. Er war natürlich auch der stärkste Charakter in Diablo 3 normal, also vor Patch 1.0.2. Und jetzt hat er... jetzt hat er ein bisschen zu starke Nerfs bekommen. So. Und dadurch ist jetzt nicht mehr so beliebt, vor allem bei mir nicht mehr so. Aber die anderen Charakter, vor allem der Hexendoktor, ist eigentlich sehr gut geworden. Zauberin, wie gesagt, und was soll ich sagen? Die anderen kenne ich jetzt noch nicht so. Ich bin gespannt auf den Kreuzritter und ja, auf den Crusader. Der abgeht, ich denke mal, er wird nicht so ganz abgehen wie diese Zauberin hier oder der Hexendoktor, aber natürlich sehr viel defensiver sein. Ja. Und ja, wahrscheinlich auch ein bisschen innovativer zum Spielen und so. Ich spiele gerade auf Profi, ich habe vorher Expert gespielt, aber das war mit der Zeit ein bisschen zu zäh. Die Gegner halten extrem viel aus auf Expert.
Ja, jetzt spiele ich momentan Profi, ist trotzdem noch ein interessant zum Spielen und ja. Mir fehlt momentan einfach diese Sturmrüstung. Ich will nicht so defensiv sein. So, macht das mehr Spaß. Komm, Gegner. Ja, okay, hier hat es gerade so zähe Gegner. Vorher ging es ab, also vor allem in der Dolgur-Oase ging es richtig geil ab. Ich müsste vielleicht mal den Blizzard jetzt auswechseln, aber ein gutes Kill, die Frostspeer kommt erst später. Da muss ich leider noch ein bisschen Geduld haben. Aber dann geht es richtig ab. Das Kill ist so extrem OP, habe ich gesehen. Und macht richtig viel Fun. Ich bin einer, der, wenn es richtig OP ist, nicht gerade extrem demotiviert ist und weiterspielt und es eigentlich gut findet, wenn etwas OP ist. Ich brauche jetzt nicht unbedingt Skills und alles mögliche, um zu spielen. Ich kann auch extrem OP sein und einfach durchrushen. Es macht trotzdem Spaß. Und ja, bin gespannt, wie ihr es so annimmt. Aber ich werde natürlich auch andere Skills probieren, die nicht so OP sind. Und ja. Bin mal gespannt. Also das Let's Play, das werde ich so extrem. Ja, jetzt nicht unbedingt sehr durchraschen oder so, aber schon ein bisschen spannend machen. Und je nachdem, was ihr wollt, anpassen. Und ja, ich bin gespannt. Also es wird jetzt richtig motivierend sein, dass Addon kommt. Ja, jetzt ist Patch 2.01 rausgekommen. Und ja, mal schauen. Der größte Kritikpunkt ist einfach, der Patch ist das Addon ist extrem kostspielig, also es kostet extrem viel für ein Addon. Deshalb, ja, war ich zuerst ein bisschen skeptisch, ob ich es überhaupt kaufe, aber momentan will ich es 100% kaufen, auch um euch das Let's Play zu zeigen. Jo. So, okay. Ja, das ist genug und wir sehen uns dann am, weiß nicht, Ende März. Okay, bis dann. Tschüss.